Mutter? Vater? Herr Vater? Mutter, was ist mit euch? Oh Gott, Vater im Himmel, ist er? Nach dem plötzlichen Tod meines Vaters musste ich als ältester Sohn die Familie versorgen. Um den Unterhalt zu verdienen, gab ich fortan Nachhilfestunden und arbeitete als Hilfslehrer und Erzieher in einem Knabenpensionat. In dieser Zeit erlebte ich meine Erweckung. Der Durchbruch geschah abends, als Gottes Geist mich anfing, von Neuem zu gebären. Das Licht der Evangelii erleuchtete auch für mich die Wissenschaften. Ich habe Fortschritte in jeglichem gemacht. Hinzu kam im Jahre 1826 eine Begegnung mit Johannes Claudius, dem Sohn des Dichters Matthias Claudius, durch die ich zu der Erkenntnis kam, dass wir einen Gott haben, der uns unaussprechlich liebt und heiligen will. Dank wohlwollender Unterstützer wie Martin Hieronymus Hutwalker und Amalie Sieveking war es mir schließlich möglich, das Studium der Theologie zu beginnen. Von 1828 bis 1831 studierte ich so in Göttingen und Berlin. Dabei lernte ich sowohl die Waisenanstalten kennen, die von August Hermann Francke gegründet worden waren, als auch die Freiwillige Armenbeschäftigungsanstalt, die der Baron von Kottwitz gegründet hatte. Sehr geehrter Herr Wiechern, ich habe ja bereits einiges von Ihnen gehört. Und wenn der Senator Hutwalker und die verehrte Amalie Sieveking Sie für würdig erachten, ein Stipendium und eine jährliche Rente zu bekommen, ja, dann müssen Sie schon ein besonders begabter Mensch sein. Verehrter Baron von Kottwitz, mitnichten. Ich bin den beiden von ganzem Herzen dankbar, da ich ohne ihre Hilfe meine Ausbildung nicht hätte fortsetzen können. Aha. Aber ich stehe noch ganz am Anfang. Sagen Sie, wie sind Sie in die Kreise der beiden gekommen? Tja, wenn ich es so ausdrücken darf, dann begann mein Glaubensleben während meines Konfirmandenunterrichts. Es war an einem Abend, als Gottes Geist mich anfing, von Neuem zu gebären. Das Licht der Evangelii erleuchtete mich für die Wissenschaften. So, so. Ich machte so große Fortschritte. Ja, und dann folgte eine Begegnung mit Johannes Claudius. Dem Sohn des Dichters Matthias Claudius? Eben genau jenem. Und wissen Sie, was er mich lehrte? Ich bin gespannt. Durch ihn lernte ich, dass wir einen Gott haben, der uns unaussprechlich liebt und uns heiligen will. Tja, so gelangte ich in die erwecklichen Kreise Hamburgs und lernte dort die ehrenwerte Amalie Sieveking und Senator Hutwalker kennen. Interessant. Aber genug von mir. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, verehrter Baron. Ich bin voller Hochachtung für Ihr Tun. Bloß nicht zu viel der Ehre, verehrter Wichern. Aber wir haben etwas gemeinsam. Was denn? Auch ich lernte einen Claudius kennen. Mhm. Den großen Matthias Claudius. Ach ja. In der Folge bekam ich Kontakt zur Herrnhutter Brüdergemeinde. Ei. Wobei mich besonders ihr Bischof, der ehrenwerte Bischof Spangenberg, beeindruckte. So entschloss ich mich im Jahre 1788, mein Leben der Verwirklichung eines tätigen Christentums zu widmen. Fortan setzte ich mein Vermögen und meine Arbeitskraft für die Armen ein. Eine Arbeit, die unser aller Hochachtung verdient. Aber gestatten Sie mir eine Frage, Herr Baron. Wie steht Ihre Gattin dazu? Oh, meine verehrte Gemahlin unterstützt mich so gut sie kann. Sie hat sogar ihrerseits einen beträchtlichen Teil ihrer Güter für die Arbeit mit den Armen zur Verfügung gestellt. Ihre Gemahlin ist die Gräfin von Zedlitz, richtig? Das stimmt, ja. Aber, mein verehrter Wichern, meine Bemühungen waren bisher nicht von sonderlich großem Erfolg gekrönt. Ach, nicht? Na, sagen wir, nicht in monetärer Hinsicht. Ach so, aha. Ich habe zunächst damit begonnen, die notleidenden Weber in Schlesien in meinen Fabriken zur Flachsverarbeitung einzustellen. Aber, ja, was soll ich sagen? Es endete in einem Konkurs. Oh je. Das tut mir leid. Nun, also kam ich hierher nach Berlin. Das muss um 1806 gewesen sein. Aha. Die Zustände hier waren fürchterlich. In den Wirren der napoleonischen Kriege hatten unzählige Handwerker ihre Werkstätten und Arbeitsplätze verloren. Also begann ich, sie an Spinnrad und Webstuhl zu beschäftigen. Aha. Daraus entstand die Freiwillige Beschäftigungsanstalt am Alexanderplatz. Das heißt, der König persönlich unterstütze die Anstalt? So ist es. Nun, hier wären wir schon. Es ist mir eine Ehre, Ihnen die Einrichtung zu zeigen, mein Freund. Die Ehre liegt ganz auf meiner Seite, verehrter Baron. Hier meine Hand. Danke. Hier geht's lang. Oh, eine riesige Fabrikhalle mit Webstühlen.
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Einrichtung so groß ist. Ich bin, was soll ich sagen, ich bin beeindruckt. Sehen Sie, Wichern, ich denke, dass es wesentlich ist, dass wir den Menschen Arbeit geben. Sozialarbeit und, wenn Sie so wollen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind für mich wesentlich. Ja, ich glaube sogar, dass Arbeit eine der wichtigsten Voraussetzungen für Glückseligkeit darstellt. Baron, ich bin ganz Ihrer Meinung. Die Arbeit des Baron von Kottwitz beeindruckte mich zutiefst und hatte großen Einfluss auf meine spätere Tätigkeit. Und noch jemand, den ich in Berlin traf, sollte für mich später große Bedeutung erlangen. Theodor Fliedner. Mit ihm korrespondierte ich schon in Berlin über die Gründung eines Vereins zur Verbesserung der Strafgefangenen. Doch bevor ich hier weitermachen konnte, kümmerte ich mich um mein Studium, welches ich 1832 abschließen konnte. Sodann trat ich mein neues Amt als Oberlehrer an der Sonntagsschule in St. Georg bei Hamburg an.